siehst du die dann. Gerade da. Bin langgeweilt, könnte mir jemand Gold bringen. Ja, warum nicht? Einfach mal Goldbahn vorbeibringen. Hat ja jeder in der Tasche und so. Also erstmal, davon brauche ich zwei. Und davon brauche ich zwei. So. Mais, soll ich schon Mais? Oh, ah, nee. Oh, mach ich mal 14. Aber ich habe schon. Ja, schön. Was brauche ich eigentlich? Pflanzen, Frühling, Sommer. Was, das habe ich angepflanzt, also Pepperoni und Tomatoes. Tomato und Pepperoni. Radieschen, ja komm. Nee. Nee. Kann ich eigentlich schon Mais anpflanzen? Ja komm, 8 Mais geht. Ich glaube, ich übernehme mich mit den Pflanzen. Bisschen so. Da habe ich mit einer Wanne vorgeschlagen, um auf der anderen Seite so ein Feld zu machen oder so. Aber Mische, ich hatte 2000. Was man nicht so alles geben muss für sein trautes Heim. Glück allein. Das braucht man, das braucht man, das braucht man. Das kann ich. Pflanz mal an. Ich glaube, wir passen nicht alle hin. Na, mal schauen. So, Tomato. Pepperoni. Pepperoni. Ja, oder? Was andersrum? Ja, keine Ahnung. Irgendwie halt. Oh, kann ich ja. Hier, komm. Schon schlafen. Ah, ich hack ein bisschen Holz und so weg. Hier Qualitätsfelder und so, weil ich muss ja die Qualität noch sammeln. Das sind jetzt 3. Ja, besser, wenn ich 9 hätte, aber... Ja, komm. Ich
kann halt irgendwas sein, keine Ahnung. Ja, mal schauen. Mich da eine Vögelscheuche hin oder so, genau. Irgendwas halt. Irgendwas, was halt passt. Holzfrucht, ich glaube. Faser. Kohle. Ja. So. Dann das wieder hier rein. Das hier rein. So, da bin ich glücklich. Was hat das hier im Goldschirm? Pracht der Liebe, aber. Also. Ich bin schon nicht das prachtvollste der Welt, aber es geht. Und hier kommt noch eine Schurkeschreiche. Das ist, das ist Frederico und das ist Veronica. So. Haben wir jetzt mal die Unterschied zwischen den beiden. Den Spiel wirklich zutrauen, dass es das macht. Weil. Ich würde es ihm zutrauen. Ich würde es ihm zutrauen, weil ich es dem zutraue. Welche Conclusion? Aber jetzt erstmal das. Das ist so blau. Ist das so ein blaugrün? Oder ist das. Ist blau. Ein helles Blau halt. I need hearts. I need hearts. I need hearts. I need hearts. Kein Hearts hier. Schlagen oder lass ich's? Ich lasse es. Ich lade es lieber. Ich glaube, hier möchte ich irgendwo hinstellen oder so. Wir werden alles sehen. Alles wird die Zukunft bringen. Und wenn nicht, dann staucht sie dich in deinen Unterarm. Und sagt, hier bitte, du hast dir den Dreck, mach was draus. Tschüss. Genauso funktioniert das. Ich habe erst das nicht. Na, ja, ich geh schlafen. Der Frosch war gespeichert. Ich habe keinen Hahn. Um das nur nochmal klarzustellen, weil ihr wisst es ja hoffentlich nicht, dass ich keinen Hahn habe. Ja? Das wisst ihr alle nicht. Warte, wie können wir denn? Ich finde toll dieses gelbe Pulver, das ist das, das da vorne rauskommt bei der Gießlampe, ja. Ich könnte mich hier viel klüger anstellen. Aber wozu? Wozu Klugheit?
Alter! Ich komme, ich bin nicht klar. Alles gegossen, alles geschliffen. Jetzt geht's weiter. Gespeichert. Kann es nicht mal regnen oder so. Ist für alle angenehmer. Wenn es rollig ist, ey. Und rollige Katzen sind nervige Katzen. Ist jetzt auch egal, wo er fällt eigentlich. Fallen, wo ich sie nicht haben will. Ist doch auch mal schön, die Natur auszurotten, oder nicht?
Das ist mal ein bisschen Abwechslung im Menschenleben. Schon ganz kleine bisschen Abwechslung genügt. Schade doch nie. Oder? Was ich hier draus mache, alles. Alles so kalt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ah, witzig. Der Vorsprung ist gespeichert. Endlich. Jetzt unter einem Baum stellen und abwarten. Das sollte man ja bei jedem Gewitter machen. Einfach auf offenem Felde unter einem Baum stellen und warten. Das ist mein Überlebenstipp für euch bei einem Gewitter. Bitte macht es nicht. Leute, vertraut mir. Das ist verantwortungslos. Ja. Wenn Leute mir vertrauen, dann ist das verantwortungslos. Gegenüber sich selbst und gegenüber mir. Weißt du, wenn ich jetzt noch das Baguette aus dem Mülleimer hätte, dann könnte ich jetzt meine Energie auffüllen. Aber nein, ich muss es an Abigail verschenken. Oh, diese geldgeile Zockerin. Keine Ahnung. Ist sie überhaupt Zockerin? Ich glaube, das war so. Ich meine, sie hat ein bleiches Gesicht, also ist Zuckerin. Ihre Mutter einst sagt. Das Gras soll sich verbreiten. Jetzt gehe ich schlafen. Ich habe schön was geschafft. Bin glücklich. Wieder so ein schöner Stundentag. Samenstufe 4 plus eine Wildbeere Ernte, neues Schenksrezept, Kohlebrennofen, neues Schenksrezept, wilde Saat, Sommer. Vorderstufe gespeichert. Was brauche ich denn dafür?
Herstellung. Wilde Saat, Sommer. Was wäre mein Traubeet weg? Wow. Wie viel komme ich denn? Null. Die sprießen. Wie junge Frauen. Ja. Ich glaube, diese Aussage sollte man jetzt einfach im Raum stehen lassen. Irgendwie nach dieser Baumstelle weggebracht. Das ist gerade ein Ziel von mir. So ruhig, das gefällt mir nicht. Das macht mir Angst. Gut, ich weiß nicht, wann das zu machen gibt. Außer Regenwürmer töten. Ich nehme zustimmen, was es stand. Ich glaube, Angeln kann ich wieder machen. Diese Aufnahme ist geprägt von. Warum? Warum? Warum wächst du? Hat doch eh alles keinen Sinn. Ich habe jetzt ein bisschen Holz. Aber dennoch muss ich auf Nachhaltigkeit schauen, deswegen... 3. Das kommt weg. Das kann ich verkaufen, öffentlich. So. Deswegen geplante Anpflanzung. Also, Herstellung wollte ich hier. Pflastersteinfahrt, Schotterfahrt oder eher Holzfahrt? Komm, mach ich Stein, das finde ich mehr in der Umwelt. Ja. Da kommt keine Sache. Dann mit Holz wollte ich irgendwas machen. Was? Wuff. Jetzt erstmal ein paar Wege. Stellzug kann ich natürlich auch. Was? Hält länger als ein Holzzaun. Das reicht erstmal.
Ich weiß ja nicht. Es gibt schon noch Methoden. So. So, dann würde ich sagen, dass man hier quasi so eine zentrale Stelle hat. Also hier geht's da lang, hier geht's da lang. Also muss das. Fast sogar fast. Jetzt muss passen, warte. Also hier. Also muss das weg und das muss weg. Das muss sein. So. Ja, passt. Und dann machen wir hier quasi so ein Ding davon. Und nochmal 10. So. Und so. So, so. Habe ich, oder? Ja. Noch mal weiter. Das. Kann ich irgendwie mehr machen oder so? Für die Steine oder so. Also für die Bäume. Für die Steine mache ich jetzt auch natürlich. So. Also ich muss quasi nochmal 2, also muss ich hier nach. So. Diese Pflanze. Quasi so wie ein Garten oder so. Wenn ich gleich erst noch größer machen oder. Soll ich den hier wegmachen oder so? Oh, es nervt. So. Ja, gut. Ist halt wie mein Garten so. Ungefähr. Irgendwie halt so. Irgendwas. Blumen pflanzen oder so. Mal schauen. Teich anlegen, wenn es geht. So, und dann hier noch Wege. Und ab irgendeinem Punkt muss das größer werden.
Schön, wie viel ich erkläre, was ich hier mache. Also ich baue jetzt hier so einen Weg hin und so. Du brauchst eine bessere Spitzhacke. Okay. Ja komm, so. Das ist eine tolle Wegablung und so. Auf jeden Fall, hier muss ich jetzt noch schauen, wie ich es mache. Holzweg oder dann, also irgendein Holzweg oder keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas halt. So, dann geht's hier rüber. Ja. Geht eigentlich bisher so. Dann lass ich's erstmal. So geht's auch. Jetzt schlafen. Weg im Arm schläft nicht so gut. Der Frosch war gespeichert. Ach, gerade wo es regnet. Naja. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich bin müde. Auf jeden Fall war es das mit Stardew Valley für diese Aufnahme. Und mein Hund schläft. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Aufnahme, je nachdem. Oder bei einem anderen Video, keine Ahnung, wenn ich Outlast mal raushaue. Auf jeden Fall entschuldigt, falls ich leise bin. Ich bin noch nicht so geübt im Let's Playen und so. Wie andere. Auf jeden Fall. Habt noch einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, habt einen schönen irgendwas. Mein Hund läuft hier rum. Ja. Macht's gut. Macht's. Ja. Ja, komm, meine Gruß von mir. Ciao mit V und Miau. Bis denn, sagt die Henne. Auf Wiedersehen. Dieser Hund macht mich verrückt, ey.